Herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Heute mit einem neuen Thema, und zwar Thema Kadenzzeit, Reizzeit während des Trainings. In der Regel bin ich immer wieder in zig verschiedenen Fitnessstudios tätig und stelle da eins fest, dass nicht nur die Bewegungsqualität zum Teil zu wünschen übrig lässt, sondern dass auf die Reizzeit, Kadenzzeit, das bedeutet, wie lang muss ich einen Muskel pro Wiederholung unter Reiz setzen, beziehungsweise wie lang ist die Gesamtreizzeit in Sekunden pro Trainingssatz, dass diese überhaupt nicht berücksichtigt wird. In der Regel trainieren ca. 95% aller viel zu schnell, das heißt mit einer sehr hohen dynamischen Schwungbelastung und natürlich mit einem völlig zum Teil unkontrollierten Bewegungsablauf. Es geht nicht nur darum, dass die Verletzungsgefahr bei so einer Art von Training sehr hoch ist, sondern es geht auch um die Effizienz. Effizienz bedeutet, ich habe einen Wunsch. Ich habe einen Wunsch, ich gehe ins Fitnessstudio und möchte zum Beispiel Muskelmasse aufbauen. Dann muss natürlich auch gewährleistet sein, dass gewisse Grundregeln eingehalten werden. Und Grundregeln im Muskelaufbau ist es nicht nur ein Gewicht von A nach B zu bewegen, sondern mit welcher Intensität und mit welcher Bewegungsqualität bewege ich das Gewicht von A nach B. Somit entsteht eine Spannung in der Muskulatur. Und dieser Reiz, der muss vollständig sein. Und in der Regel sehe ich in den Fitnessstudios, dass da Reize abgeliefert werden, die nicht vollständig sind. Und das bedeutet, genau gesagt, man schießt am Ziel vorbei. Das heißt, ich sehe Personen, die nehmen 10, 12, 15 Wiederholungen als Wiederholungszahl und trainieren diese Wiederholungen zwischen 10 und 15 Wiederholungen innerhalb von 20 bis 25 Sekunden ab. Das heißt, die bewegen sich in einem Reizzeitfenster, das eigentlich für eine Hypertrophie überhaupt nicht geeignet ist. Hypertrophie-Reizzeit im Bereich von Sekundenbelastung, 35, 55 Sekunden, in dem Bereich liege ich in einem positiven Bereich. In dem Fall bei 25 bis 20 Sekunden, je nachdem wie viel Wiederholung, zwischen 10 und 15, manchmal auch 8, ist es so, dass das Reizzeitfenster nicht genügend war. Das heißt, die Bewegungsqualität bzw. die Bewegungsgeschwindigkeit, die müssten stückweise zurückgenommen werden. In der Regel scheitert es daran, dass derjenige, der die Bewegungsgeschwindigkeit nach unten anpasst, auf einmal nicht mehr die Größe der Gewichte benutzen kann, die er vorher benutzt hat, und dann ist es schlecht fürs Ego. Nur, mein Ego lässt meinen Muskel nicht wachsen, sondern Gewichtsbelastung in Kombination mit Reizzeit ergibt summa summarum, natürlich klar unter Voraussetzung, dass das Ernährungsverhalten, Schlafverhalten und so weiter angepasst ist, den maximalen Muskelzuwachs bzw. Reiz. Somit wäre es vielleicht ganz wichtig für alle, die regelmäßig trainieren, dass die Bewegungsgeschwindigkeit angepasst wird. Trainieren wir zum Beispiel, was ja Sinn macht, auch ein, zwei, dreimal im Jahr im Maximalkrafttrainingsbereich, wo ich nur bedingt in Grundübungen und entsprechender Übungsauswahl versuche, meine maximale Kraft zu fördern. Da trainiere ich natürlich in einem ganz anderen Bewegungsbereich, was die Geschwindigkeit anbetrifft, wie in einem Hypertrophie-Trainingsbereich oder wie im Bereich der Kraftausdauer, wo ich nur eine Ausdauerfähigkeit meiner Muskulatur antrainiere. Möchte ich maximale Kraft aufbauen, habe ich dann eine Wiederholungszahl, die ist relativ niedrig, 1, 2, 3, 4, 5 Wiederholungen. Und diese Wiederholungen darf ich natürlich auch etwas schneller ausführen. Das heißt, in der Maximalkrafttrainingsphase nutzen wir ein Zeitfenster von bis zu 20 Sekunden. Und der konzentrische Bewegungsablauf ist dann, wenn die Kraft sich entfaltet, das heißt, wenn ich zum Beispiel Bankdrücken rausdrücke, diese Bewegung darf explosiv sein. Genauso bei der Kniebeuge, die positive Bewegung, konzentrisch das Anheben des Gewichtes, darf explosiv ausgeführt werden. Die exzentrische Phase muss langsamer ausgeführt werden, am besten in einem Slow Motion, das heißt 1,5 bis 2 Sekunden die exzentrische Phase und im Maximalkrafttrainingsbereich dann explosiv die konzentrische Phase. 1, 2, 3, 4, 5 Wiederholungen, dann liege ich im Bereich, wenn ich es mal hochrechne, 5 Wiederholungen im Endeffekt mal 2 Sekunden, 3 Sekunden insgesamt, dann liegen wir bei 15 Sekunden. Sind wir im Reizzeitfenster für die Maximalkraft. Gehe ich jetzt in den Hypertrophiebereich über, wo die Wiederholungszeit etwas höher ist, 6, 8, 10, 12, da nutze ich dann wieder eine ganz andere Reizzeit. Eine Reizzeit heißt, ich habe hier einen konzentrischen Bewegungsablauf von 1 bis 1,5 Sekunden, kann auch im höchsten Spannungspunkt kurz anhalten und habe dann eine exzentrische Belastung in Form von Zeit von 2 Sekunden bis tendenziell 3 Sekunden. Dadurch errechnen Sie natürlich auch das Reizzeitfenster,
habe ich 8 Wiederholungen, so eine mittlere Wiederholungszahl für den Muskelaufbau und habe da so circa 4-5 Sekunden, da komme ich auf die circa 40 Sekunden. Reizzeitfenster für Muskelaufbau optimal ausgenutzt. Jetzt gehen wir in den Kraftausdauerbereich, wenn die Ausdauerfähigkeit trainiert wird, also auch die langsam zuckende Muskelfaser gereizt werden möchte, dann arbeite ich mit niedrigen Gewichten, etwas niedrigen Gewichten und habe natürlich eben eine Reizzeit, die kann mal über eine Minute, über 60, 70, 80 Sekunden rausgehen. Natürlich mit dem Hintergrund, dass da natürlich nur die Kraftausdauer trainiert wird, was mit Muskelvolumen weniger zu tun hat. Entsprechend dessen wäre es ganz wichtig, dass solche Dinge im Training beachtet werden. Das ist eine Grundsäule des Muskelaufbaus und sollte wirklich nicht missachtet werden. Es geht nicht immer nur darum, ein Gewicht, Hauptsache egal wie, von A nach B zu bewegen. Um das geht es nicht. Es ist schade um den Sport. Es geht darum, Bewegungsqualität, Reize, ausreichende Reize an den Muskel abzuliefern. Und genau aus diesen Gründen ist natürlich auch die Reizzeit auf zweifacher Hinsicht interessant. Wenn ich einen Bewegungsablauf ohne Schwung konzentriert ausführe, dann ist die Bewegungsqualität wesentlich höher. Ich habe keine Flugphasen. Bei dem Training, was ihr auch sehr oft selber im Studio seht, wo hier schwunghaft trainiert wird, da habt ihr ja Flugphasen drin. Und bei der negativen Bewegung, im exzentrischen Bewegungsablauf, wird das Gewicht nachgelassen, wird nicht kontrolliert und unten abgebremst. Dadurch muss ich natürlich eine viel höhere Last abfangen. Und diese viel höhere Last, die kann zu Verletzungen führen. Und einmal verletzt im Jahr, 4-6 Wochen, habe ich 2-3 Monate Trainingsfortschritt kaputt gemacht. Aus diesen Gründen, ganz wichtig, Kadenzzeit einhalten, Reizzeit beachten, entsprechend sauber trainieren, sauber Bewegungsablauf. Und das ist das, was eigentlich ein richtig gutes Training ausmacht. Klar, es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, trainieren zu gehen. Der eine geht trainieren, weil er seine Zeit totschlagen will. Da kann er sich gerne tun lassen, was er möchte. Muss sich aber nicht wundern, im Endeffekt, wenn es wirklich nur bei Zeit totschlagen bleibt, wenn unterm Strich nichts rauskommt. Wenn ich aber mir im Kopf gesetzt habe, ich gehe ins Fitnessstudio und ich gehe mal davon aus, dass ein großer Anteil der Trainierenden ins Fitnessstudio geht, nicht nur um Zeit totzuschlagen, sondern sie haben im Kopf ein Ergebnis, ein Ziel, wo möchte ich hin. Und da gibt es gewisse Dinge, die muss man einhalten. Ernährung muss artgerecht sein, Training muss angepasst sein, entsprechend laufenden Wechsel natürlich auch Trainingsplanungen wechseln, um neue Reize zu senden. Wer schafft es, ein ganzes Jahr lang nach einem Trainingsplan laufende Gewichte zu steigern? Schafft kein Mensch. So, in dem Moment muss ich mir natürlich überlegen, wie sende ich an den Muskel neue Reize, die neu verarbeitet werden müssen, die dann wiederum, unterm Strich gesehen, wieder einen neuen Muskelreiz, Muskelzuwachs bekommt. Weil der Körper sagt, diese Reize neu, die müssen neu verarbeitet werden, die sind für mich nicht abprogrammiert, die kenne ich nicht schon seit 7-8 Monaten, sondern sie sind neu. Aus diesen Gründen, Reizzeit ist wichtig, klar, Ernährung ist wichtig und in zyklischen Zeitabständen die Trainingsplanung wechseln, um neue Reize zu senden. Das war es heute mal gewesen zum Thema Reizzeitfenster. Ich hoffe, dass der ein oder andere es ein Stück weit berücksichtigt, wäre schön. Und vor allem, wenn es in Fitnessstudios wieder ein bisschen mehr nach Qualität geht, was das Training anbetrifft. Und nicht nur nach Quantität in Form von Gewichtsbelastung und Hauptsache in einer Stunde 40 verschiedene Übungen gemacht mit sehr schlechter Qualität. Das führt uns nicht ans Ziel bei diesem schönen Sport. Somit wünsche ich euch viel Spaß beim gesundheitsorientierten Krafttraining, das auch in Muskelmasse ausarten darf. Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Deine Fitness, meine Aufgabe.